Tja, am nächsten Tag, am nächsten Tag. Eigentlich müsste jetzt... Trotzdem müsste bald ein Integritätsritter auftauchen. よかった。アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね。禁忌目録に背いた罪人なのに、先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。それに気になることも言っていたよな。もしかしてあのことかい？ああ。あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録。 いえ、氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということ。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった。そう言っていたね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはりそれがこの世界の人々を禁忌目録に縛り付けている。 そして勇者はロニエとティーゼを救うために法に背き、封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、なぜそんな封印を用意する必要があるんだ。キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのに。アズリカ先生は俺たちがあの塔に達した時、きっと何かが起きる、そう言ってただろ。 俺たちはこれから、その塔、セントラルカセドラルに連行される。目指していた場所に、予定より早く行くことになったんだ。きっとアリスにも会える。うん。そうだね。キリト、ユージオ、氷教会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。 Tja, bereit machen zur Abreise. Kiryu ist da, das bedeutet, dass unsere Begrüßung Seigo-Kishi ist, oder? Wenn du es sehen kannst, dann weißt du es. Der Centuria-Teilitz-Schulkern-Gakuin-Schulzug, Yuji-O-Jokyu-Schulkern-Schulz. Genauso, Kirito. セントリア市域統括氷教会聖号騎士アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、ユージロ。 言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。Tja, das ist mal kein allzu freudiges Wiedersehen mit Alice. Von der Kindheitsfreundin zur Integritätsretterin. 天命を3割減らすつもりで打ったのですが、その半分しか減っていない。 Die überhaupt nicht mehr weiß, wer überhaupt Yuji-O oder auch Kirito ist. あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。なら、この場は指示に従おう。罪人としてでも。 セントラルカセドラルに入れさえすれば、少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級州剣士ユージオ、上級州剣士キリト、そなたらを禁忌条項抵触のトガにより捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ。
来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣をお返しする許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。友情先輩、ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張ってきっと聖剛騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとう、ロニー。時間です。離れなさい。Tja, jetzt wird allerdings auch ein bisschen gespeichert. Das ist gut. Und wer den Tabu-Index oder die Autorität von Vorgesetzten hinterfragt, erleidet Schmerzen in einem rechten Auge. Hält man das aus, bis es Platz ist, man von den Gesetzen der Underworld befreit. Ja, findet man allerdings selbst nicht gerade sehr gut, wenn man in der Lage ist. So, und fliegende Drachen. Integritätsritter legen auf ihnen große Strecken zurück und setzen die auf Patrouille im Endgebirge ein. Auf der 30. Ebene der Zentralkathedrale gibt es extra einen Landeplatz für sie. Naja, sehr, sehr verständlich. Weil wenn man ja die Drachen ja zum Fliegen braucht, müssen die auch irgendwo einen Landeplatz haben. So, das Siegel des rechten Auges. Dieses Siegel im rechten Auge aller Einwohner der Underworld verursacht große Schmerzen, wenn sie gegen den Tabu-Index verstoßen oder die Autorität von Vorgesetzten hinterfragen. Ja. Mehr Informationen jetzt bitte. Azurika, Alumna der Schwertkampfakademie und Besitzerin des Untergadettenwohnheims. Eine strenge Frau, die den Norkian-Stil praktiziert. Tja, schön und gut, aber jetzt könnte es auch mal wieder weitergehen mit der Zentralkathedrale. Wir sind ja jetzt in den Befreiung, wer den Tabu-Index, bla bla bla. Oh, das hatten wir schon gelesen. Aber ja, jetzt könnte es ruhig auch mal ein bisschen weitergehen. Jetzt haben wir ja Alice ja wieder getroffen. Jetzt geht es zur Zentralkathedrale. Also nähern wir uns jetzt der Endstory der ersten Staffel von Sword Art Online, Alicization. Allerdings war ich eigentlich noch der Meinung, dass neben dem Antreffen mit Alice zuvor noch ein anderer Integritätsritter eigentlich vorkommen müsste, gegen den wir eigentlich kämpfen müssen. なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ、ね。どうして。ねえ、君たちは、僕にとって、何よりも。Zentralkathedrale Kerker. Kathedrale の地下牢へ投獄された俺たちは、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊。さらに地下牢から脱出するために、鉄格子も鎖で壊し、最上階を目指すことに。
Ach, so war das abgelaufen. Wie ist das, Yuji? Bonjour, ich bin. Ah, ich bin ein bisschen verrückt. 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 でも、 キリトは… ユージオ? なんでもない ただの… 変な夢だよ 俺も前に 子供の頃のユージオとアリスと自分が 一緒にいたような感覚を覚えたことがある ユージオは前も アリス そして、セルカではない誰かと 3人で冒険に行ったと言っていた ユージオも 同じような記憶を持っているのか きっと… 疲れていたし いろんなことがあったからだね まあ… そうだな さてと… 一応聞いておくけど いいんだな? ユージオ ここから脱出して アリスに関する真実を探るということは つまり… 氷協会に真っ向から反逆するってことだ 今後は何か行動を起こそうとするたびに いちいち葛藤している余裕はないぞ 今すぐ覚悟を決められそうになかったら お前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕はもう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら、氷協会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦うって。 Gutes Stichwort, Yuji-o. Ihr habt nämlich aktuell nicht eure Schwerter. Also nochmal kurz mal nachdenken, bevor ihr was sagt. あの聖号騎士が本物のアリスなら 記憶を失っている理由を突き止めて元のアリスに戻すんだ僕にとってはそれが何より大切なことなんだ法で禁じられていたとしてもしなきゃいけないこともある僕にもその意味が分かった気がするよそうかお前の覚悟しっかり伝わったよでもここから出たら戦闘は可能な限り避けるぞアリス以外の聖号騎士とも まともにやり合って勝てる気はしないからな。よし、行こう! Tja, und somit haben wir Kapitel 1.4 Manifestation Vorrücken erreicht. Und wie man jetzt ja sowieso auch hier sehen kann, einen Speicherpunkt, weshalb wir sowieso... Die Skillkarte erhält jetzt... Was? Ja, schön. Tretet ein, Gefangene. Ja, schön, wir haben jetzt... Ja, das Hauptmenü lässt sich jetzt nicht öffnen. Wir haben weder Schwerter, wir haben weder Waffen, wir haben weder Heilgegenstände. Das Einzige, was wir jetzt hier zur Verfügung haben, ist natürlich der Speicherpunkt hier. Den wir jetzt natürlich auch benutzen werden und im nächsten Part unseren Ausbruch starten werden aus dem Kerker, also aus dem Kerkergewölbe hier. Werden wir dann sowieso erstmal unseren Ausbruch starten. Tja, und dann kommt es sowieso für Kirito dann auch noch zu einer Begegnung mit einer nicht allzu unbekannten, sagen wir mal, Person. Und damit sage ich dann wiederum jetzt auch erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao zu einem weiteren Part Sword Art Online Alicization Lycoris. Wobei wir jetzt aktuell ja sowieso... im Story-Bereich von Alicization, also von der dritten Sword Art Online-Staffel, angekommen sind. Also jetzt erstmal richtig. Und damit sage ich jetzt wirklich auch erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr wart ein gutes Publikum. So, liebe Leute von heute. Damit geht also jetzt der aktuelle Part doch noch ein bisschen weiter in die nächste Runde, denn es ist etwas zustande gekommen, womit ich beim besten Willen nicht gerechnet habe. Warte mal. Nervenschlag, flinker Fänger, was sind das denn für Fähigkeiten? Oh, sieh mal einer an. Sie
Sieh mal eine an, sieh mal eine an. Wir können Ersak jetzt mit der Kette kämpfen. Okay, es ist mehr Peitschenangriff als sonst was, aber gut. Aber ja, hier war es jetzt leider so, wir können hier aktuell im Kerker noch nicht speichern. Ja, wir können Ersak noch nicht speichern. Speicherpunkte sind momentan gesperrt. Schalte es im Lauf der Quest frei. Ja, das ist etwas, womit ich beim besten Willen nicht gerechnet hatte. Weshalb es dann jetzt auch weitergeht. Mal sehen, muss erstmal wieder mal kurz mal gucken. Wie können wir... Ah, automatisch L2. Gut, gut. Wir brauchen wohl einen anderen Weg. Das Schloss schaltet wohl auch aus. Kirito! Oh, Kirito, sieh mal, da hängen Schlüssel an der Wand. Aber die sind zu weit weg. aber, Yujiro, die Antwort liegt genau vor deiner Nase. Moment mal, du willst die Schlüssel mit der Kette angeln? kluges Kerlchen, ich hol sie wie mit einer Peitsche zu uns. Jetzt zeig ich dir mal, was ich alles von Liena gelernt habe. Okay, dann überlasse ich das mal dir. Danke, dauert nur einen Moment. Tja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Hol den Schlüssel mit der Peitsche. Das hat wohl geklappt. Yes. Tada, habt die Schlüssel und los geht's. Raus aus dem Knast. Erstmal kurz mal sehen, gibt es hier noch irgendwas anderes zu besorgen? Anscheinend nicht. Es geht jetzt bloß nach oben. Ich glaube nicht, dass wir mit den Ketten durch diesen Zaun kommen. Da ist die Wendeltreppe, aber ich sehe nicht, wie wir darauf kommen. Wie kommen wir darauf? Wie kommen wir darauf? Aha, was ist mit dem Kerzenhalter? Der da, was willst du denn damit? Die Kette raufwerfen, um den Kerzenhalter wickeln und hochklettern, ist doch klar. Du bist wirklich immer für eine Überraschung gut. Aber die Idee ist nicht übel. Versuchen wir es mal. Okay, flinker Fänger. Das beim besten, wenn er sagt, jetzt nichts Ungewöhnliches. Wo auch immer jetzt der Kerzenhalter ist. Okay, dort ist er. Okay, das hätte so eigentlich nicht funktionieren dürfen. Aber es hat geklappt. Yes. Klasse, jetzt können wir die Treppe rauf. Ja, auf geht's. Tja, auf geht's. Befreiung. Wer den Tabu-Index oder die Autorität von Vorgesetzten hinterfragt, leidet Schmerzen in seinem rechten Auge. Hält man das aus, bis es platzt, ist man von den Gesetzen der Underworld befreit. Ja, aber Befreiung war jetzt eigentlich auch ein anderes Thema hier. Denn nun haben wir uns erstmal von unseren Ketten befreit und sind hier draußen. Im Rosengarten. Warte. Da ist jemand. そんなところに立っていないで入ってきたまえ囚人君たち。さすがに我が師アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事によきなされのだから。アリス様我が師もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に 少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも
覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。そのから元気に敬意を表して、君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖号騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない弱敗だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、遊女は合図を待ってくれ。うん。でもキリト、僕もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃとてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕あいつの名前、後にしよう。了解。だけど無理はするなよキリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。Tja, und das wäre eine Peitsche vielleicht? それでは氷教会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。Also ich sehe jetzt hier, glaube ich, aktuell ein paar bildtechnische Probleme. Das müssen wir eigentlich auch ein bisschen... Naja. Okay, das läuft deshalb jetzt aktuell ein bisschen besser als erwartet. Okay, ich wusste deshalb nicht, dass man die super...War ein bisschen einfacher als erwartet, aber jetzt, wenn ich ja sag so jetzt mal auf diesem Bildschirm so schaue, sehe ich jetzt wiederum keine bildtechnischen Probleme. Oder seht ihr irgendwas Schwarzes aufflackern? Das sehe ich jetzt wiederum überhaupt nicht. Naja, weiter geht's im Text und in der Story.Okay, jetzt war es Elsack ordentlich flackrig. Aris 様が警戒するわけだな。肩も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそ。やっぱりさすがだ、聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、
エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女筆で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う。私は聖号騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ。ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖号騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん。私は知らん。私は最高司祭アドミニストレータ様の招きを受け、聖号騎士として天界よりこの地に召喚され。エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。Na, das wird ja jetzt auch wirklich immer interessanter. あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。Also irgendwas stimmt jetzt, glaube ich, auch nicht mit der Aufnahme. Aber darum muss ich mir jetzt wirklich erstmal später kümmern. Denn jetzt... Kish 31 から離れろ。高貴ある聖豪騎士、堕落の誘いを試みたち。Geht die Geschichte in die heiße Phase. Shishi を射抜いてから、牢に叩き返してくれるわ。発射。Tja, aber wohin jetzt abbauen? Vor einem Gegner, der fliegen kann. こんなところに扉。キリト。僕に逃げ道はない。行くと勇者。Ja, ich sehe jetzt hier wirklich, es gibt hier ein paar bildtechnische Probleme, die äußerst stark sind. Darum muss man sie... Okay, jetzt sind die wieder weg, aber... Eigenartig. Eigenartig. Naja, jetzt wird eigentlich sowieso gespeichert. Ich könnte jetzt vielleicht den Part beenden oder abwarten. Ich glaube, ich warte erstmal ab. Aber ja, wie schon erwähnt, das Spiel geht jetzt in die heiße Phase. Und zu den fliegenden Drachen. Integritätsritter legen auf ihren großen Strecken zurück auf ihnen und setzen sie auf Patrouille im Endgebirge ein. Auf der 30. Ebene der Zentralkathedrale gibt es extra einen Landeplatz für sie. Ja, und wie man sehen konnte, hat ein Integritätsritter ja auch schon mal einen Drachen benutzt. Und natürlich Pfeil und Bogen. Gegen den werden wir höchstwahrscheinlich auch noch kämpfen müssen. Aber jetzt sind wir zum Glück ja erstmal vor diesem Integritätsritter geflohen. Und ja, jetzt kommt es zu einer Begegnung der etwas anderen Art für Kirito.